Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zum letzten Video, was ich zu Enshrouded mache. Also, ich habe es ja schon in den Mad Eagle Dynasty Videos gesagt, dass ich in der Zeit, wo ich jetzt 2 Wochen lang nicht da war, dass ich da sehr viel und intensiv Enshrouded gespielt habe. Also ihr seht es vielleicht an meinem Charakter, ja. Ich bin der krasse Magier. Und ich bin jetzt Level 25. Das ist jetzt gerade Endstufe in dem Game. Also zumindest im Early Access. An der... Entschuldigung. An der Welt... seht ihr aber auch. Also ich habe viel erkundet, aber ich bin noch lange nicht am Ende. Also ich kann ja noch sehr, sehr viel entdecken und so. Oh, ich habe Halsschmerzen. Es tut mir leid, wenn ich mir heute ein bisschen anders klinge. Ich glaube, ich werde erkältet jetzt zum Wochenende hin. Schön. Könnte also sein, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, dass mit den Videos ein bisschen schwierig wird. Aber seht's mir nach, wenn ich krank bin. So. Und das wird jetzt hier das letzte Video zu Enshrouded, weil ich euch einfach mal ein bisschen zeigen will, was habe ich dann jetzt hier in den letzten 25 Leveln so gemacht. auf jeden Fall mein Charakter gelevelt. Schön, ich bin krasser Magier. Ja, hier geht's los. Ewiger Feuerball. So, einfach mal die Wiese verbrannt, ja. Und da wächst doch schnell das Gras wieder nach. Schön. Und ich wollte euch auf jeden Fall mal meine Base zeigen. Das ist meine Base. Gehen wir mal rein, oder? Gucken wir uns das Ganze mal an. Sieht so ein bisschen aus wie... Wie sieht das aus? Wie ein kleines, sehr kleines Haus ohne Fenster. Das hat auch einen Grund, dass es keine Fenster hat, weil es ist eine Toilette. So. Weil hier kann man schön reinkackern. Zack. Hier kann man sich die Hände waschen und dann geht man wieder raus. Zack. Das ist meine Base. Ne? So. Und wenn wir jetzt reingehen und hier die Tür schließen und einfach mal auf den Boden gucken, steht da auf einmal öffnen. Aha. Machen wir das doch mal. Und da geht die Tür auf. Die geheime Tür. Haha. Zack, in den blau beleuchteten Keller. Fast schon Dungeon, oder? Fast schon Dungeon-Eingang. So. Hier haben wir eine etwas massivere Tür, die machen wir auch mal auf. Und dann sind wir in einer großen Halle. Okay, die Decke habe ich noch nicht ganz ausgebaut. Ich sammle noch Ressourcen. Seht's mir nach. Aber der Rest ist eigentlich schon fast fertig. Wir gehen hier mal, wir können jetzt hier links oder rechts runtergehen. Wir gehen hier mal runter. Dann fangen wir hier an mit meiner Flamme. Meine aktuelle Flamme. Die ist auf Altarstufe 3. Und hier ist sie auf Flammenstufe 5 von 6. Ich glaube, 6 ist dann das höchste der Gefühle. Naja. Habe ich aber noch nicht freigeschaltet. Okay. Hier habe ich so ein bisschen so Bosse, die ich schon besiegt habe, dran geknallt an die Wand. Ne? Und das ist mein Lager. Schön, oder? Die blauen Kisten sind übrigens dafür da, dass die... Also die sind blau, weil sie magisch sind. Und magische Kisten... Die kann man halt von überall aus dem Lager aus... die Ressourcen... Da, die kann man auf die Ressourcen zugreifen. Wenn man jetzt irgendwie was bauen möchte an der Werkbank... Dann habe ich hier Zugriff auf alle Ressourcen, die in meinem Lager sind. Also alle, die hier in den Kisten drin sind. Ist doch geil, oder? Schön. So. Was leuchtet hier so blau und sieht so ein bisschen verboten aus? Das ist meine Indoor-Plantage von verschiedenen Sachen, die ich angepflanzt habe. Und diese blauen Steine sind halt Leuchtsteine, mit denen ich so ein bisschen... Braucht man nicht, muss ich ganz ehrlich dazu gestehen. Das wächst hier unten auch ohne Licht, aber mit den blauen Steinen, mit diesen Leuchtsteinen, sieht es einfach aus, als wär das so gewollt, ne? Als würde ich einfach die Pflanzen hier damit beleuchten, so, ne? Geil. Ich find's einfach geil, das gibt dem Ganzen hier drin noch so ein bisschen so ein Wohlfühlcharme, finde ich. Ich finde das mega gut, das Ding, was ich hier gebaut habe. So. Hier drüben ist, habe ich eine Area, die ist nur für den Schmied und für den Zimmerer. Das heißt, hier kann ich sehr, sehr viel Kohle herstellen.
Hier kann ich hier Dings, wie heißen die Dinger, Brandziegel herstellen und sowas alles. Und hier kann ich Metall schmelzen. Da habe ich auch schon ziemlich viel, also eigentlich alles, was man hier erreichen kann, habe ich erreicht, was das Schmieden angeht. Ich glaube, bei den anderen Gewerken bin ich da noch nicht so ganz am Ende. Aber, naja. Und der Zimmerer ist, glaube ich, auch ein Charakter, den ich in den Videos nicht gezeigt habe. Bei dem kann man halt viel so Möbel herstellen und so. Und das ist ganz geil. Und auch den Gleiter kann man hier verbessern. Ja, hier so eine kleine Sitzgelegenheit. Das ist ganz gut. So. Hier drüben bin ich noch nicht ganz ready mit der Base. Also hier wird auch nochmal so ausgehoben wie da drüben. Wo dann die Schneiderin reinkommt. Die habe ich jetzt erstmal, oder die Jägerin, das ist die Jägerin, ne? Die Jägerin. Die habe ich jetzt erstmal hier so improvisiert, so ein bisschen so einen Arbeitsplatz arrangiert. Ja, ist auch ganz cool, dass man hier aus Fellen und sowas, was man daraus alles machen kann, ist natürlich für die Kleidung und Rüstung sehr wichtig. Da habe ich auch noch nicht alles, da fehlen mir noch ein paar Sachen, die ich noch erkunden muss. Hier drüben quetscht sich in diese kleine Höhle, da soll eigentlich nur die Bäuerin rein. Die Bäuerin ist ein Charakter, der so ein bisschen den Fokus hat auf Essen kochen. Im großen Umfang. Also das heißt, die ist natürlich auch für das hier verantwortlich. Aber sehr, sehr viel auch, was Essen angeht. Essen und so, Intelligenzessen und so. Das kann man alles hier machen. Gleichzeitig hat man auch den die Feuerstelle, wo man Fleisch braten kann. Und den Ofen, wo man Brot backen kann und so. So, in diese kleine Nische habe ich auch noch reingequetscht den Alchemisten. Der macht alles hier, Heiltränke und Zauber und sowas alles. Der ist dafür zuständig. Macht mir auch meine aktuelle Rüstung, die ich hier trage. Ja, den habe ich hier mit reingequetscht. Also das heißt, die Seite hier, die drei Gewerke, die Bäuerin, der Alchemist und die Jägerin, die werden hier noch ausgebaut. Das habe ich noch vor. Aber ich bin ja, wie gesagt, noch nicht am Ende des Games, darum habe ich dann noch ein bisschen Zeit. Hier drüben habe ich eine kleine Tür, da geht's rein in mein privates Schlafzimmer. Ja. Und hier sieht man auch ganz gut, ganz oben links, Komfortlevel 42, bringt mir einfach 47 Minuten Ausgeruhtheit. Das ist schon krass, also wenn man das hier alles in einem sieht, dass ich das hier alles mit Möbeln und wie gesagt und keine Ahnung, das kriegt man ja alles dann, das Komfortlevel ziemlich weit hoch. Das ist aber, 42 ist schon krass. Naja. Das ist auf jeden Fall meine kleine Untergrundbase, versteckt. Fein, auch sehr hohe Decke. Mal sehen, was ich da oben noch alles so machen kann. Da habe ich hier so ein bisschen mit den Knochenblöcken ausprobiert. Gefällt mir aber nicht so ganz, weil man das erst sieht, was das ist, wenn man so sehr nah dran ist, ne? Naja. Das ist auf jeden Fall meine kleine Untergrundbase. Unter der Toilette. So, machen wir mal zu wieder hier. Also es zeigt auch ganz gut, was man alles mit dem grandiosen Bausystem von Enshrouded alles machen kann. Das war nicht sehr schwer, das zu machen. Ich habe jetzt nicht, wie wahrscheinlich einige vermuten, mit der Spitzhacke hier ausgehoben, einfach so einen Tunnel reingegraben oder so, sondern ich habe mit dem, kann ich das jetzt hier mal kurz zeigen, habe ich Dings dabei, Baublöcke? Ne, habe ich natürlich nicht dabei, ne? So. Man kann natürlich mit diesen großen Blöcken hier, mit den Fundamentblöcken, einsetzen, ne, hier so zack auf die Wiese und wenn man den dann wieder löscht, dann ist diese ganze Höhe, die man da platziert hat, auch im Prinzip ausgehoben. Und so habe ich da unten die Kammer gesetzt. Ne? Ich habe immer wieder Fundamentblöcke gesetzt, die dann auch wieder gelöscht. Und dann hatte ich eine schöne rechteckige Kammer. Und ja, alles tutti frutti. Ich finde es nice. Ich spiele das Spiel auch immer noch sehr, sehr gerne. Nur halt für YouTube nicht mehr.
versteht ihr, glaube ich, weil ich jetzt selber das Game genießen wollte, für mich alleine spielen wollte, einfach ein bisschen daddeln, ein bisschen farmen. Also das ist alles, sind das so Sachen, wenn man hier zum Beispiel, ich habe für die ganzen Steinblöcke unten Feuersteine gefarmt. Und hätte ich das alles in einem YouTube-Video verpacken müssen, das wäre unglaublich langweilig für euch gewesen. Also wie oft ich da Feuerstein gefarmt habe, krass. Ja, wie gesagt, es folgen andere Projekte auf YouTube, aber ich war euch noch so ein kleines Video für Enshrouded schuldig. Was habe ich alles in der Zeit gemacht, wo ich keine YouTube-Videos gemacht habe, wo ich einfach ein bisschen gechillt habe und mich auf andere Sachen konzentriert habe und einfach ein bisschen für mich alleine abends gezockt habe. Ohne die ganze Zeit rumzuquatschen und so. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat meine Base gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Projekt. Es wird wahrscheinlich Sengoku Dynasty werden. Also ich habe es jetzt schon runtergeladen und wollte es mir jetzt mal ein bisschen angucken, beziehungsweise ich glaube sogar, dass ich das blind anfangen werde. Also mir nicht so viel angucken werde. Einfach spielen, einfach hochladen für euch. Und wenn ihr feiert ja auch Mad Eagle Dynasty so hart, deswegen wird das wahrscheinlich auch ein Projekt sein, was ähnlich gut ankommt. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. War ein kurzes Video, ich habe euch ein bisschen was von meiner Enshrouded-Welt gezeigt. Macht's gut und bis dann. Ciao.